Wie geht gutes Management? Wie macht man gute Führung? Es gibt viele Videos und Ratgeber zu diesem Thema und mit vielen davon habe ich ein Problem. Nun habe ich ein Video gefunden, das dieses Problem so richtig gut auf den Punkt bringt. Ein Video von Dirk Kräuter unter dem Titel Mitarbeiter motivieren, motiviere deine Verkäufer zu Top-Leistungen. Schauen wir uns mal den Anfang an. Und dieses Video ist für Führungskräfte, die disziplinarische Vorgesetzte sind oder eben auch nicht. Für Leute, die eine Downline haben im Network Marketing, für Abteilungsleiter, Unternehmer, Selbstständige und so weiter. Alle, die mit Verkäufern zu tun haben. Zuerst eine Anekdote. Eine Anekdote, und zwar ist die aus dem Jahr, ich würde sagen, 91 oder 92. Mein damals erster Chef, ich war Handelsvertreter und meine erste Handelsvertretung, die erste Firma, die ich vertreten habe, der Inhaber, der war wirklich ein Motivationsgenie. Und da ist es, das Problem. Haben Sie es bemerkt? Schauen wir uns noch einmal den Wechsel an. Mein damals erster Chef. Dirk Kräuter will darüber sprechen, wie man Mitarbeiter motiviert. Und tatsächlich spricht er darüber, wie Mitarbeiter motiviert werden wollen. Das Video beginnt aus der Perspektive der Führungskraft und nimmt dann die Perspektive des Mitarbeiters ein. Aber warum ist das ein Problem? Ist es ein Problem, weil Chefs ihre Mitarbeiter nicht so führen können, wie diese es gerne wollen würden? Denn die meisten Chefs haben selbst Chefs und Firmenrichtlinien, gesetzliche Vorgaben und jede Menge weiterer Einschränkungen. Diese Begrenzungen kennen viele Mitarbeiter nicht. Selbst wenn eine Führungskraft der oberste Chef ist, also etwa der Eigentümer des Unternehmens, dann hat er immer noch Kunden und das Arbeitsrecht über sich. Mit einer Begrenzung haben alle Führungskräfte zu kämpfen, mit begrenzten Ressourcen. Der Arbeitstag hat immer zu wenige Stunden. Auch das bekommen die Mitarbeiter nicht immer mit. Also, Ratgeber für Führungskräfte sind nur aus der Perspektive der Führungskräfte sinnvoll. Sicherlich ist interessant, wie Mitarbeiter geführt werden wollen. Aber als Rat für Führungskräfte eignet sich das nicht. Was sich als Rat für Ideenmanager eignet, das habe ich Ihnen hier verlinkt und freue mich, Sie hier wiederzusehen.